Plakate, Blumen, sie bereiten alles vor. Gleich wollen die Mitglieder von Free Russians zum Boris-Nemtsov-Denkmal in München gehen. Sie wollen ihre Trauer um Alexei Nawalny zeigen und das Regime Putin anprangern. Immer wenn sie sich bei ihren kritischen Aktionen öffentlich zeigen, schwingt Angst mit. Gefährlich sind vor allem Menschen, die wir nicht kennen, die zu uns kommen und von uns Fotos machen oder Videos. Und wir wissen dann nicht, wo diese Videos und Fotos landen werden und wer sie auswertet und was damit weitergemacht wird. Dass die Bedrohung groß ist, erzählt Oppositionsanhänger Alexei per Skype. Keiner soll seinen genauen Aufenthaltsort in Deutschland kennen. Seine Familie in Russland wird bedroht, weil er sich auch im Exil weiter kritisch äußert. Auf meine Oma wird Druck ausgeübt. Man ruft sie spät abends an und fragt sie, wie es mir in Deutschland geht. Einmal im Monat kommen sie zu ihr nach Hause. Sie üben psychologischen Druck auf meine Oma aus, die im Sterben liegt. Die Bedrohung von regimekritischen Russen hier in Deutschland hat System, erklären Menschenrechtler. Auf jeden Fall ist er da, ist das Regime da sehr aktiv. Also es werden natürlich hierher Agenten gesendet, die versuchen jetzt auch in die Opposition einzudringen, die Putin als in Anführungsstrichen Verräter einschätzt, dann im Exil zu richtiggehend dann zu verfolgen. Das lässt sich dieses Regime wirklich schon was kosten. Natalia und ihre Mitstreiter sind am Denkmal angekommen und legen Blumen nieder. Sie sind fest davon überzeugt, dass Alexei Nawalny ermordet wurde. Deshalb kämpfen sie weiter für ein anderes Russland. Innere Überzeugung, Hoffnung und Glaube daran, dass wir auch was bewegen können und dass Russland eine Perspektive hat, eine europäische. Alexei hat gesagt, habt keine Angst. Ich habe keine Angst und ihr solltet keins haben. Und das machen wir weiter. Sie wollen sich nicht einschüchtern lassen, auch für all diejenigen, die dem russischen Regime schon zum Opfer gefallen sind.